Name ist Katja Amberg. Ich bin Hypnosetherapeutin, Paartherapeutin und Mentalcoach. Und ich freue mich sehr, dass du heute wieder bei einem neuen Video dabei bist. Vielleicht bist du ja sogar ganz neu hier auf meinem Kanal. Dann erstmal ganz herzlich willkommen. Und ja, wahrscheinlich hast du schon gemerkt, wenn du ein, zwei Videos von mir geschaut hast, dass es hier vor allem um toxische, leidvolle Beziehungen geht, um On-Off-Beziehungen, Beziehungen mit Narzissten, Liebeskummer, Affärenthemen und so weiter. Und es geht hier vor allem um Lösungen. Also hier bekommst du ganz konkret Lösungen und Erklärungen, wie das zustande kommt und wie du da wieder herauskommst. Also es geht nicht darum, den anderen Menschen zu verurteilen, also den Partner, warum er dich betrogen hat oder den Narzissten, dass da ein Mensch die Schuld zugeschoben bekommt, sondern es geht darum, Lösungen zu finden. Das heißt natürlich, die Seite deines Partners zu beleuchten, auch wenn es ein Narzisst gewesen ist oder ein Mensch, der dich ganz, ganz stark verletzt hat und betrogen hat und wirklich unschöne Dinge vorgefallen sind, gilt es am Ende immer darum, die Lösung für sich zu finden. Also wir schauen eben auch sehr viel, denn den einzigen Menschen, den du verändern kannst, das bist nun mal du. Du kannst den anderen nicht verändern. Und es ist nicht zielführend, auf Dauer die Schuld beim anderen zu suchen. Natürlich schaut man immer erstmal nach den anderen, weil der tut natürlich Dinge, die einen verletzen, ganz klar. Und ich möchte da auch überhaupt nicht entschuldigen, wenn da Dinge vorfallen, die eben sehr, sehr verletzend sind, ganz klar. Aber die Schuldfrage, um die soll es gar nicht gehen, sondern um die Lösung für dich selbst. Weil das ist eben das, was dich wirklich heilt und was dich wirklich wieder in deinen Frieden bringt. Und das ist ja das Allerwichtigste. Das wollte ich an dieser Stelle auch nochmal sagen. Also, hier, ich habe mir heute was ausgedruckt. Ja, heute geht es hier los. Nein, heute geht es um eine Frage, die ich beantworten möchte, eine E-Mail, die ich beantworten möchte von einer Zuschauerin, die mich gebeten hat, über ihren Fall ein Video zu machen, um dafür für sich Antworten zu finden. Und ja, es geht um ein Affärenthema, also um ich bin die Affäre. Und ich weiß, es betrifft sehr, sehr viele. Viele haben damit ein Thema gehabt oder stecken gerade mittendrin und es ist ein sehr, sehr schmerzhaftes Thema, wie ihr gleich hören werdet und vielleicht kommt dir das ja auch sogar sehr bekannt vor und ich hoffe, ich kann da eben weiterhelfen, dass du für dich deine Antworten in deinem Fall findest. Denn wenn man so eine Geschichte hier hört und das mal neutral von außen sich anhören kann, kann man oftmals Lösungen erkennen, die man selbst, wenn man drinnen steckt, eben nicht sieht oder nicht erkennen kann. Okay, ich lese immer mal Stück für Stück ein bisschen was vor und sage dann was dazu, okay? Also, es ist eine sehr junge Zuschauerin, die mir hier schreibt, das muss ich vielleicht vorher auch nochmal sagen. Und zwar, ich habe vor anderthalb Jahren einen neuen Job begonnen. Zu dieser Zeit steckte ich noch in einer sehr unglücklichen Beziehung und habe von Tag 1 einen Kollegen im Auge gehabt. Dieser ist 11 Jahre älter als ich und zu der Zeit war seine Frau gerade mit seinem zweiten Kind schwanger und war daher bei Firmenfesten und Events nie da. Oh, oh, das hört sich schon mal nicht so gut an. Ich weiß ja, was kommt. Puh, okay, er hat den Kontakt zu mir gesucht und wir haben viel geschrieben und oft zusammen Kaffee getrunken und über die Arbeit philosophiert. Es wurde immer vertrauter, sodass wir uns auch so oft gesehen haben. Irgendwann habe ich ihn darauf angesprochen, dass es mir so scheint, als würde das in eine falsche Richtung laufen. Wir sind beide große Familienmenschen und sehr gewissenhaft und pflichtbewusst. Eigentlich kann man sagen, dass wir einen sehr ähnlichen Charakter haben, was auch deutlich wurde, wenn wir über unsere Ziele gesprochen haben. Irgendwann letztes Jahr auf dem Weihnachtsmarkt haben wir uns geküsst. Und dann immer wieder, wenn wir uns trafen. Ja, jetzt fängt das Ganze schon an. Also die Grenze ist natürlich da schon ganz klar überschritten. Und da muss man jetzt einfach mal von ganz vom Anfang anfangen. Und du kannst jetzt gerne einen Zettel und einen Stift nehmen und einen Satz aufschreiben und den ganz, ganz tief und fest in dir einprägen.
Und ich sage diesen Satz jetzt. Der Satz heißt, Affären sind immer Schmerz. Affären sind immer Schmerz. Affären sind immer Schmerz. Ich habe es jetzt extra dreimal gesagt. Schreib dir den Satz auf und vergiss ihn bitte nie, niemals, weil es tut immer, immer, immer weh. Es gibt keine Ausnahmen. Es tut immer weh. Wirst du gleich weiterhören, wie es hier immer weh tut? Und ganz wichtig, okay, wenn du das weißt oder wenn du jemanden kennenlernst und derjenige ist verheiratet. In dem Fall ist es ja noch krasser, ist er nicht nur verheiratet, sondern da ist gerade ein Kind unterwegs oder gerade ein kleines süßes Baby geboren, also mittendrin in einer Situation, wo ein Mensch nun alles andere als beziehungsfähig ist oder offen ist für eine neue Beziehung, der ja absolut noch in der alten Geschichte sowas von drinnen steckt, dass es ja gar nicht funktionieren kann. Aber auch wenn es nicht so krass ist und wenn diese klassischen Sprüche kommen, ja, mit meiner Frau läuft ja nichts mehr und wir sind ja nur noch wie Bruder und Schwester und ich wollte mich ja schon lange trennen wegen dem Haus und wegen den Kindern und wegen diesem und wegen diesem. Ich kann es dir nur ans Herz legen, sage Dankeschön für diese Information, sei dankbar, wenn du es vorher weißt. Anders ist es natürlich, wenn du dich verliebst, mit jemandem ins Bett gehst und du erfährst nachher, dass der eigentlich verheiratet ist und dass er gebunden ist. Das ist eine andere Geschichte, das ist eine, ich sag mal, blöde, böse Falle, hat natürlich auch Gründe, warum man da wieder reingekommen ist. Aber wenn du es vorher weißt, tut dir und der Partnerin in diesem Fall wirklich einen Gefallen und sag, nein, danke, ich finde dich toll, mein Herzchen schlägt auch höher, wenn ich dich sehe. Aber kläre erstmal deine Verhältnisse. Es ist die Geburtsstunde von Schmerz, Schmerz ohne Ende. Und der Schmerz in allen Bereichen. Und wenn du merkst, ich kann das aber nicht, ich kann dann aber nicht sagen, geh deines Weges. Ich kann dann aber nicht sagen, klär doch dann erstmal das mit deiner Freundin. Das kriege ich gar nicht über die Lippen, weil das ist so tief und das ist so intensiv mit uns. Und das kann doch nur Liebe sein. Und das ist nun mal Schicksal. Und dann muss derjenige sich eben trennen. Das ist ein Alarmzeichen für ein inneres Muster in dir. Das ist dein inneres Kind, das etwas passend machen möchte, was nicht passt. Das ist das innere Kind, was aussichtslose Situation schon mal erlebt hat und das jetzt versucht, diese aussichtslose Situation doch gängig zu machen, doch irgendwie hinzukriegen. Das ist immer dieses Muster, aber bei uns ist alles anders. Aber wenn man nur um die Liebe kämpft, ja, Liebe, da muss man halt sich mal ein bisschen ranhalten, da muss man eben mal durch eine schwere Zeit gehen. Eine Beziehung, die so beginnt, wird selten eine gute Beziehung. Diese Beziehung baut auf Schmerz und Leid, auf Lügen und Betrug auf. Und dann kann man sich vorstellen, was auf so einem Nährboden wächst. Eine Beziehung sollte meiner Meinung nach wunderschön beginnen. Auch nicht dieses Hype-mäßige, ne? Da wisst ihr ja auch, was dabei rauskommt, wenn man so Lovebombing-mäßig in den 7. oder 10. Himmel katapultiert wird, sondern wenn es ruhig, leise, ohne Drama beginnt und wenn es irgendwo passt und stimmt. Nicht irgendwo, sondern wenn es passt und stimmt. Wenn nicht so viele Fragezeichen, nicht so ein Hin und Her, schon wieder so ein Schmerz da ist. Das sind eben oft Zeichen, dass es nicht so stimmig ist. Natürlich gibt es immer wieder Ausnahmen. Es mag sein, dass sich jetzt auch einige melden, die sagen, ja, ich kenne den und den und diese, da haben die sich getrennt und die sind jetzt total glücklich. Ausnahmen bestätigen die Regel. Das, was ich in meiner Praxis erlebe und auch im Freundeskreis erlebe, es ist immer so, egal welche Seite das ist, ich sage ja, zu 99% nie gut geht, dass man immer unglücklich ist, dass man es bereut und man muss auch ganz klar sagen, es hat alles einen Preis. Es hat alles einen Preis. Es hat alles Konsequenzen, was man macht. Und durch so eine Affäre sät man ja Lügen und Betrug. Und man
geht praktisch in eine Beziehung mit rein. Man betritt den Raum der anderen Beziehung, wo eigentlich die andere Frau hingehört, wenn man es weiß. Und es hat gar nichts Moralisches jetzt, es hat nichts mit Moral zu tun, dass ich jetzt sage, oh, das macht man nicht. Jeder ist ja hier frei und kann machen, was er möchte. Ich möchte das überhaupt nicht verurteilen. Ich möchte nur sagen, dass das eben einen Preis hat. Und dass früher oder später man eben das auch erntet, was man gesät hat. Das ist einfach das Gesetz der Resonanz. Es kommt wieder zu dir zurück und tu dir den Gefallen, mach es nicht. Und das heißt nicht, dass ich die Zuschauerin hier jetzt nicht verstehe. Ich kann sie total verstehen, aus dem Grund, weil das innere Kind am Steuer sitzt und so in Fantasien sich verstrickt. Ich lese gleich mal weiter. So, dann ging es auf die Geschäftsreise und dann kam es auch zu körperlichen Kontakt. Ich werde jetzt hier mal ein paar Zeilen dazu auslassen. So, wir können die Finger nicht voneinander lassen. Wir beide sterben vor schlechtem Gewissen, aber finden keine Lösung. Also es ist nur Leid, man merkt jetzt schon, Leid, Schuldgefühle, schlechtes Gewissen und so weiter und so fort. Seine Frau ist das komplette Gegenteil von mir und gehört zu den Menschen, die sehr wenig Körperkontakt und Zärtlichkeit brauchen. Immer schon. Da ist ganz wichtig die Frage, woher weißt du denn das? Hat er dir das erzählt? Dann ist es das, was er dir erzählt hat. Das muss aber nicht die Wahrheit sein. Du kennst ja die Frau nicht. Und wenn sie immer schon keinen Körperkontakt oder kaum Körperkontakt wollte, ist die Frage, warum ist denn er mit ihr dann zusammengekommen? Es ist bestimmt nicht so gewesen, dass sie eben nur Kaffee getrunken haben und Blümchen gepflückt haben. Da wird schon was gewesen sein. Also nicht alles auch glauben, was dir verkauft wird und was dir gesagt wird. Das heißt aber nicht, dass er das jetzt böse und manipulativ einsetzt. Und sicherlich kann ich mir vorstellen, wenn diese Frau jetzt gerade schwanger ist oder gerade entbunden hat, dass sie da nicht die absolute Sexkanone im Bett ist, ist doch wohl ganz klar. Also wenn man jetzt gerade Mutter geworden ist, rein körperlich gesehen und vom Schlafdefizit, von der Kraft, die man jetzt für das Baby aufwenden muss, ist es doch ganz klar, dass da erstmal mit großartig, ich sag mal, Sexakrobatik oder exzessiven Sex da jetzt erstmal weniger ist. Ganz normal, auch hormonell bedingt. Also das ist ja ganz voll und ganz zu verstehen und normal. Und da muss man eben schauen, dass da ihr beide da irgendwo, du in deiner unglücklichen Beziehung, wo er dich ja da irgendwo so rausgerettet hat, du warst ja eigentlich noch in der Beziehung und er war da wie so dein Retter aus dieser Beziehung und du scheinst jetzt, so würde ich das sehen, für ihn die Rettung zu sein aus seiner Beziehung, wo ihm wahrscheinlich, ist jetzt meine Vermutung, alles zu viel eventuell ist. Ja, zum zweiten Mal schwanger, das ist eine ganz stressige Situation auch. Also jeder, der hier Kinder hat, der, wenn du vielleicht Mutter bist, wenn du zuschaust, die Zuschauerin ja nicht, das weiß ich, jeder weiß, der Kinder, der Babys bekommen hat, wie anstrengend das ist. Das ist eine Ausnahmesituation. Und viele Männer sind dabei überfordert. Und viele Männer fühlen sich dann abgelehnt von der Frau, weil die Frau sich natürlich nicht mehr um den Mann kümmern kann. Sie hat natürlich jetzt erstmal voll alle Hände zu tun mit dem Baby. Ja, alle 2 bis 4 Stunden stillen und Windeln wechseln und schlaflose Nächte. Das ist mega anstrengend. Das ist eine Probe für die Beziehung, ganz, ganz klar. Und viele Männer sind überfordert, fühlen sich zurückgesetzt und das ist die perfekte Zeit, in Anführungsstrichen, da in einer Affäre Flucht zu suchen. Das muss ihm gar nicht bewusst sein. Also es muss ihm nicht bewusst sein, oh Mensch, cool, da ist so eine schicke, nette Kollegin, mache ich mal eine Affäre, dann kann ich ja hier einfach rausgehen. Ich glaube schon, dass er da auch in irgendwelchen Illusionen verstrickt ist. Aber wenn ihr beide mal ganz ehrlich wärt und in euch gehen würdet, würdest du feststellen,
dass da so viel Illusion in dir ist, dass er dieser Retter ist aus deiner unglücklichen Beziehung, aus der du dich ja vorher auch noch gar nicht wirklich befreit hast. Das ging ja dann auch nahtlos zu ihm über. Da wäre es wichtig gewesen, diese unglückliche Beziehung zu beenden, das zu verarbeiten und für dich zu schauen, Mensch, was war denn da so unglücklich? Was war es? Was sind meine Anteile in mir da dran? Weil du kannst sicher gehen, wenn du da nahtlos von einer Beziehung in die nächste gehst, wird es noch unglücklicher werden. Die Beziehung ist sicherlich ganz anders als davor. Vielleicht ist er lieber netter, aber der Schmerz ist doch genau der gleiche. Sei mal ganz ehrlich, ist es nicht der gleiche Schmerz? Es ist eine andere Dynamik, es ist eine andere Geschichte, es sind andere Verstrickungen vielleicht als in der Beziehung davor. Der Schmerz ist genau der gleiche, stimmt's? Ganz, ganz, und das braucht Ehrlichkeit. Das braucht Ehrlichkeit. Und ganz, ganz oft kriege ich dann diese Antwort: Nee, 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 aber ich liebe ihn doch, aber ich liebe ihn doch. Das ist das innere Kind. Und ich verstehe das so. Es ist nicht so, dass ich das nicht verstehe. Und es ist auch nicht so, dass ich das verurteile. Aber ich bin ja hier, um die Augen zu öffnen. Und Augen öffnen tut auch manchmal weh. Ich weiß, dass meine Worte auch wehtun und triggern und vielleicht angreifen können, ist nie meine Absicht, aber notwendig, damit du aufwachen kannst und damit du wieder glücklich und frei werden kannst. Denn das wünsche ich mir für dich. Ja, und er sucht genauso diese Flucht in dir. Er müsste jetzt ganz genauso, bevor er mit dir in die nächste Beziehung stürzt, was ja nur eine Flucht ist, was gar nicht gut gehen kann, schon gar nicht mit einer Ehefrau und zwei kleinen Kindern. Das ist ein Riesending, sich da zu trennen. Und das ist alleine ein Riesending, sich zu trennen, wenn keine Affäre, keine neue Frau da ist. Also, dieser Mann müsste natürlich bei sich jetzt schauen, müsste bei sich ganz klar schauen, was ist denn bei mir? Flüchte ich hier vor der Verantwortung? Ist mir das zu Hause alles zu viel? Suche ich mir da draußen etwas, was ich von meiner Frau erwarte? Ja, eben diese körperliche Liebe, fühle ich mich zurückgesetzt von meiner Frau? Das sind Themen, wären Themen in diesem Mann. Und auch die Frau, die haben wir jetzt noch gar nicht angeschaut, die hat hundertprozentig natürlich auch Themen anzuschauen. Ist bei ihr jetzt natürlich gerade schwierig, weil sie in dieser Babyphase drinnen steckt, wo sie natürlich erstmal all ihre Kraft in das Baby gibt und in das andere größere Kind. Also die Frau hat erstmal alle Hände zu tun, würde ihr natürlich gut tun, da auch weiterzuschauen, weil auch in ihr sind Themen drin. Ich hoffe, ich hole jetzt nicht zu weit aus. Zum besseren Verständnis würde ich empfehlen, zusätzlich mein Video anzuschauen, Affäre und verheiratet. Da erkläre ich da in einer Übersicht nochmal ganz genau, dass alle, die in diesem Dreieck drinnen stecken, ein Thema haben. Also in dem Sinne war es auch nur möglich, dort in diese Beziehung hineinzukommen, sage ich jetzt mal so, weil schon vorher etwas nicht stimmte. Wenn alles perfekt oder alles rund gewesen wäre in der Beziehung bei ihm und mit seiner Frau, dann hättest du da gar nicht eindringen können. Dann hätte er nicht nach draußen geschaut. Er versucht im Außen, nämlich bei dir, dieses fehlende Tortenstück zu finden, was er zu Hause nicht hat. Aber dieses andere Torten, die andere Resttorte, was seine Frau ist, was sein Zuhause ist, was seine Kinder sind, das kannst du ihm gar nicht bieten. Das heißt, das ist das, wenn er zu dir kommen würde, genau das, was ihm dann fehlt. Dann hat er zwar Sex ohne Ende und dann hat er ein geiles Gefühl und so eine tolle junge Frau und Abenteuer und lebendig fühlen. Aber nach einigen Wochen, ganz schnell, würde er merken, okay, aber es ist nicht alles. Mir fehlt meine Familie. Mir fehlen meine Kinder. Der wird Sehnsucht kriegen nach den Kindern. Du wirst unglücklich ohne Ende. Und dann noch die Schuldgefühle, und es geht jetzt gleich noch weiter, da, ich sage jetzt mal, einen Teil dazu beigetragen zu haben, dass das auseinanderbricht. Also, ich lese mal ein bisschen weiter. Ich will ihn so sehr, aber ich möchte nicht die Frau sein, die schuld daran ist, seine Familie zerstört zu haben.
Ja, jetzt kommen natürlich die Schuldgefühle und es ist natürlich definitiv so, dass alles Konsequenzen hat, was man tut. Es hat alles einen Preis. Und der Preis für diese Aufregung, für dieses Abenteuer, für diese Sehnsucht, in die du drinnen bist. Ich weiß ja, dass du das nicht böswillig und mit Absicht gemacht hast. Das hast du ja extra betont. Aber trotz allem ist man ja erwachsen. Man ist ja nicht unter Drogen gesetzt mit K.O.-Tropfen und wird da irgendwo in ein Bett geschleift und wacht dann nächsten Morgen auf und weiß nicht, was man gemacht hat. Man ist ja erwachsen und muss natürlich immer die Verantwortung tragen für das, was man tut. Und es geht jetzt gar nicht um diese moralische Seite, sondern es geht auch darum, dass man auch immer das erntet, was man sät. Ja, wenn man Betrug sät und Lügen und jemanden hintergehen, das sähst du ja auf deinem Feld, auf deinem Lebensfeld. Und irgendwann wächst das und irgendwann kommt die Erntezeit und du wirst eben das auch für dich ernten. Entweder, dass du selber irgendwann genauso betrogen wirst, vielleicht, wenn man weiterspinnt, bist du seine Frau. Er verlässt seine Frau wegen dir. Und mal ganz ehrlich, könntest du denn noch ruhig schlafen? Ich behaupte nein, wenn du wüsstest, er hat sie wegen dir verlassen. Und vielleicht, wenn er etwas später nach Hause kommt, vielleicht, wenn er mal nicht so aufmerksam ist wie jetzt am Anfang, fängt es doch bei dir genauso an zu überlegen, Mensch, tauscht er mich jetzt vielleicht auch ein? Ist da vielleicht noch irgendeine andere Kollegin? Diese Angst besteht immer und immer wieder. Und es hat auch immer sehr viel mit Selbstbetrug zu tun. Was auch hier in diesem Fall da ist, dass man sich auch selbst etwas vormacht. Man merkt es in diesem Moment nicht. Aber es ist wichtig, dahin zu schauen, damit du rauskommst und die Lösung findest, dass du dich auch selber dabei betrügst, indem du dir die Sache viel, viel schöner redest, als sie eigentlich ist. Und das hat was mit deinem inneren Kind zu tun. Und alles, was ich sage, hat nichts mit Schuld zu tun, dass du schuld bist und dass du jetzt alles falsch gemacht hast. Wenn das innere Kind in dir noch so stark ist und in diesen Mustern agiert, kannst du, ich will nicht sagen, dich nicht dagegen wehren, aber dieses Muster ist eben sehr, sehr stark und da gehört eben sehr viel Bewusstheit dazu. Eben wie ich gesagt habe, zurückspulen am Anfang, ich erfahre, dieser Mann ist vergeben, dieser Mann ist verheiratet. Error, Error, Alarmglocke, ich sollte jetzt aufpassen und mich nicht darauf einlassen. Und wenn du fühlst, ich kann das nicht, ich drehe durch, ich muss zu dem hin, ich bin verliebt bis über beide Ohren, dann bitte, bevor du da reingehst, anfangen in dich gehen und fragen, hallo, hallo, was ist hier los? Warum ist da in mir so was Halbmäßiges getriggert? Warum brauche ich diesen Menschen so sehr? Da ist auch oft eine versteckte Bindungsangst da, denn du wusstest ja von Anfang an, er ist vergeben und du wusstest, dass dieser Mann gar nicht wirklich verfügbar ist. Der kann gar nicht da sein, weil der doch verheiratet ist mit seiner Frau, der ist eingebunden in die Kinder, der hat wenig Zeit, der ist da überhaupt nicht da, nicht wirklich da. Und einer, der nicht richtig da ist und der nicht verfügbar ist, der so unerreichbar in der Ferne ist, da kann man doch so geniale Sehnsucht haben. Da kann man keine Bindungsangst führen und auch keine Verlustangst definitiv schon, aber keine Bindungsangst. Also Verlustangst und Bindungsangst sind immer die zwei Seiten von einer Medaille. Beides ist immer eins. Entweder man ist in dem Modus Bindungsangst oder im Verlustangst. Also beides bedingt sich immer gegenseitig. Und da kannst du diese Bindungsangst gar nicht fühlen. Weil er ja so schön unerreichbar in der Ferne ist. Weil es ja so herrlich aussichtslos ist. Weil es so, ja, aussichtslos ist. Und das spiegelt sich in deinen nächsten Worten wider, die du mir da schreibst. Diese Aussichtslosigkeit und diese Zerrissenheit. Wir sind wirklich sehr verliebt ineinander und ich danke ihm, dass er derjenige war, der mir die Kraft gegeben hat, damals aus dieser üblen Beziehung rauszukommen. Was soll ich tun?
Vor allem habe ich über das letzte Jahr auch zu seiner kompletten Familie eine Liebe entwickelt. Sein Sohn ist jetzt 1 Jahr alt und wir waren schon oft dabei, wenn wir uns gesehen haben. Seine Tochter ist 4 und einfach unfassbar süß. Und selbst für seine Frau habe ich starke Gefühle, weil sie in meinem Kopf einfach zu ihm gehört. Das ist so ein starker Trigger in dir für deinen Wunsch nach Familie, nach Dazugehören, nach Vertrautheit. Irgendwas an diesen Menschen und dieser Familienkonstellation triggert dich da, triggert in dir etwas an, was du vermisst, was du nie wirklich gehabt hast. Und jetzt ist der Versuch, irgendwie so diese heile Familie, diese Zugehörigkeit, die du da ganz stark spürst, zu leben, auf jeden Fall. Ich habe jetzt den Vorschlag gemacht, das nicht mit ins neue Jahr zu nehmen, weil jetzt zwischen Weihnachten und Neujahr meine Motivation, ein guter Mensch zu sein und mich selber zu reflektieren, am größten ist. Ich habe aber das Gefühl, ich lasse ihn zurück. Er ist nicht glücklich und nur 32 Jahre, sicherlich soll das bedeuten. Das kann es nicht gewesen sein. Das ist wieder, ich bin verantwortlich für ihn. Inneres Kind, inneres Kind, inneres Kind. Jedes Wort, das hier kommt, spricht eigentlich dein inneres Kind. So wichtig, das zu erkennen. Ich lasse ihn zurück, er ist nicht glücklich. Musstest du vielleicht Mama und Papa beschützen? War einer schwach oder krank? Musstest du jemanden retten? Hast du, da sprechen ja Schuldgefühle raus. Ich lasse ihn zurück, ich lasse ihn im Stich. Aber er ist ein erwachsener Mann. Er muss die Verantwortung für sich selber übernehmen und sich um sich selbst, um seine Gefühle, um sein Problem, um seine Ehe jetzt kümmern. Er muss jetzt für unabhängig von dir, ganz wichtig, er soll sich nicht trennen für dich. Er soll sich trennen für sich. Er soll sich bitte nicht trennen, damit er dann zu dir kommt. Das geht in die Hose. Ihr müsstet beide voneinander komplett loslassen. Und du müsstest deine Seite klären, schon mal die unglückliche Beziehung vorher. Was ist da schiefgelaufen? Was ist da? Was sind das für Sehnsüchte in mir? Für Schuldgefühle, jetzt da betrogen zu haben? Für Schuldgefühle, ihn jetzt zurückzulassen? Für Sehnsuchtsgefühle, für tiefen Schmerz in dir, diese Familie nicht zu bekommen, die du dir so gewünscht hast? Wo kommt das her? Löst das in deiner Kindheit? Er müsste auf seiner Seite seine Themen lösen, unabhängig von dir. Du unabhängig von ihm, egal ob ihr zusammenkommt oder nicht, das soll nicht das Ziel sein. Und er unabhängig von dir müsste checken, will ich in dieser Familie sein? Liebe ich meine Frau wirklich nicht mehr? Oder ist es nur ein Tortenstück, was jetzt gerade in meiner Familie, in meiner Beziehung fehlt, was man wieder integrieren kann? Viele lassen sich viel zu früh scheiden. Viele rennen viel zu früh auseinander. Bei der ersten Schwierigkeit wird gleich Scheidung, Trennung. Das ist so schade auch für die Kinder. Und das muss nicht das Ende sein von der Ehe von ihm. Ich weiß, das hörst du jetzt nicht so gerne. Aber die andere Lösung ist, er trennt sich für dich und was das für Konsequenzen hat. Du wirst ständig mit diesem Schuldgefühl leben, mit dieser Angst leben, dass er dich genauso ersetzt oder austauscht oder verlässt, wie er seine Frau verlassen würde. Und er würde ständig leiden, weil er seine Kinder nicht sieht. Und sauber wäre es, wenn du deine Sachen regelst und er seine Sachen regelt und ihr erstmal, ich weiß, ihr arbeitet zusammen, das macht ja die Sache schwierig, deswegen sind so Beziehungen am Arbeitsplatz halt eben nicht so optimal, weil wenn dann eben mal was schief läuft, ist es eben umso schwieriger. Also selbst wenn er sich jetzt scheiden lassen würde, also allgemein, wenn er heute das entscheidet, dann ist ja der Weg bis zur Scheidung, bis zum Scheidungstermin, das dauert ja noch so, so lange. Das ist ein Wahnsinnsprozess. Und jeder, der sich schon mal scheiden lassen hat, der sich getrennt hat, aus einer Ehe, wenn auch Kinder drin sind, das ist ein Riesenakt. Das ist ein einschneidendes Erlebnis im Leben, auf jeden Fall. Und auch das müsste
dieser Mann auch nach dem Scheidungstermin immer noch verarbeiten, weil dann fängt die wirkliche Verarbeitung nach der Ehe oftmals erst an. Können sich viele immer nicht denken, die denken, oh, ich bin getrennt, Trennungsphase, wir leben ja schon getrennt, wird oft unterschätzt. Deswegen, wenn jemand bewusst ist und gleich vorher schon anfängt, vor dem Scheidungstermin seine Dinge zu klären, wird natürlich diese Verarbeitungsphase verkürzt, weil man schon vorher viele Themen klärt, die dann später sich oft erst zeigen. So, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Ich bin mir sicher, dass es klappen könnte, aber wie so oft in Ihren Videos sagen Sie, dass man den Menschen, der er zu Hause ist, nicht kennen kann. Natürlich, du kennst ihn ja nicht. Du weißt ja, du hast ja nur so einen ganz kleinen Ausschnitt. Du weißt nicht, wie ist er früh morgens, wenn er aufsteht. Vielleicht hat er ja total schlechte Laune. Vielleicht schnauzt er ja seine Frau zu Hause an und ist nur auf Arbeit so nett. Was weiß ich für Marotten? Du kennst ihn nicht. Und jeder Mensch hat irgendwelche Ecken und Kanten. Keiner ist ja perfekt. Es soll ja nicht um Perfektion gehen, aber vielleicht hat er ja irgendwelche Eigenschaften, die eigentlich für dich gar nicht gehen, die du aber jetzt nicht sehen kannst, weil du ja nur in diesen kurzen Zeitfenstern die schönste Version von ihm bekommst. Na klar, und das war, was du, warum du jetzt eben auch leidest, ist ganz klar auch diese Sucht, die jetzt entsteht, dieser Suchtmechanismus, weil auch Affären süchtig machen. Die Droge ist in dem Fall auch der Partner und Affären sind auch Suchtbeziehungen. Weil wenn ihr euch seht, hypemäßig, Drogenkick, so wirklich so ein Kick und oh, dein inneres Kind sieht nur die Sternchen. Und dann wieder der Absturz, wenn er wieder zu seiner Frau geht. Ich hatte schon mal ein zweites Video gemacht. Ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Hieß das nicht auch, ich bin die Affäre oder sowas in der Art? Müsste ich jetzt nochmal nachschauen. Also eins hieß auf jeden Fall Affäre und verheiratet. Und dann hatte ich noch ein zweites Affärenvideo. Das kannst du ja nochmal nachschauen. Da habe ich das auch nochmal erklärt. Gut, ich habe Hoffnung, dass wir es jetzt schaffen, das sein zu lassen, aber das haben wir schon oft ohne Erfolg probiert. Es besteht auch nicht die Möglichkeit, sich aus dem Weg zu gehen, da wir geschäftlich mindestens zweimal die Woche uns sehen und definitiv noch sehr oft zusammen auf Reisen sind. Das ist eine total schwierige Situation, aber es bringt wirklich nichts. Also ich würde empfehlen, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. So wie es jetzt ist, kann es nichts werden mit euch. So wie es jetzt ist, gibt es nur Schmerz, nur Leid. Jetzt stell dir mal vor, er trennt sich wirklich von seiner Frau und lässt die süßen Kinder zurück. Wie geht's dir dabei? Fühl mal rein, schließ jetzt mal die Augen. Wie geht es mir dabei? Schließ gern mal die Augen, stell dir mal vor, stell dir jetzt mal vor. Und jetzt wirklich mal fühlen, wie sich dein Körper anfühlt. Schließ die Augen, stell dir vor, und er klingelt jetzt an deiner Tür und sagt jetzt so, ich habe mich jetzt für dich entschieden, ich komme jetzt zu dir und ich habe jetzt meine Frau verlassen und jetzt wird das nur mit uns jetzt was und das andere, das lasse ich jetzt einfach hinter mir, ich komme jetzt zu dir, ich bin jetzt da. Spür mal, was es mit dir macht, ganz ehrlich. Ganz ehrlich, brauchst nur dir selber die Antwort geben. Und ich wette mit dir, dass es jetzt nicht weit und frei und hurra, ja, tschakka, vielleicht ist es der erste kurze Moment. Vielleicht, aber vielleicht nicht mal das. Weil dann kommt erstmal in dir diese Bindungsangst dann hoch, diese Angst vor zu viel Nähe, die du jetzt gar nicht fühlen kannst, weil er ja so herrlich schön weit entfernt sitzt, weil du ja diese tolle Sehnsucht jetzt haben kannst. Er kann dir gar nicht zu nahe kommen. Und dann fühlst du diese Bindungsangst, diese Angst vor Nähe, die jetzt nicht da ist. Mal gucken, ob ich noch was vorlese oder ob es das somit war. Ja, im Prinzip die gleichen Worte. Ich will nicht ins offene Messer laufen und ich empfinde das als ziemlich hoffnungslos. Und genau das wäre jetzt deine Aufgabe. Ich könnte mir vorstellen, dass es für dich sehr, sehr schwierig ist, das zu beenden, solange du das Muster noch nicht angeschaut hast, habe, dass du eben
deine Dinge klärst für dich und er muss seins klären. Alles andere führt zu noch viel mehr Schmerz. Und die Kinder kriegen das doch auch mit. Die Kinder merken doch, dass der Papa nicht wirklich da ist. Und die Frau, sage ich dir auch ehrlich, ist auch nicht dumm. Die Frau wird auch spüren, dass da was nicht in Ordnung ist. Die Frau fühlt es doch. Kann mir niemand erzählen, alle, die ich bisher gefragt habe, die sagen, ich hab's gewusst, ich hab's gemerkt, ich wusste, dass da was nicht stimmt. Also von daher, tu dir selbst einen Gefallen und quäle dich nicht weiter und guck nach diesem hoffnungslosen Gefühl. Die Hoffnungslosigkeit, die Aussichtslosigkeit, sage ich dir auf den Kopf zu, ist dein Thema. Ist genau dein Thema. Schau und fühle hin, wo habe ich mich in der Kindheit hoffnungslos gefühlt? Wo habe ich mich genauso zerrissen gefühlt? Wo musste ich jemandem helfen? Wo habe ich mich verantwortlich gefühlt für Mama und Papa? Wo habe ich mich schuldig gefühlt, dass ich böse bin? Ich höre ja ganz toll raus, ich will aber lieb sein und ich will ja niemanden betrügen und ich möchte nichts Böses und ich will ja ein guter Mensch sein. Das höre ich ganz toll raus. Deswegen ist ja das auch nie vorwurfsvoll gemeint. Aber schau genau dahin mit diesem ich will lieb sein, diese Schuldgefühle, und das kannst du nicht im Kopf. Im Kopf, da ist dieser erste Weg, da erreichen dich jetzt meine Worte. Und dann ist es eben wichtig, nach innen zu gehen und zu schauen, wo kommt das her. Und der Wegweiser dahin ist dieses Gefühl, dieses hoffnungslose Gefühl, das sich wie Sterben anfühlt. Dass ich wie, ja, es ist ein Gefühl wie Sterben. Es ist ein Gefühl wie zerreißen, wie sterben, wie da nicht mehr rauskommen, im Strudel gefangen sein. Geh diesem Gefühl nach und guck, wo es herkommt. Ich habe in vielen Videos davor erklärt, wie du das machen kannst, was konkret zu tun ist. Oder geh halt den Weg nach innen, der für dich der stimmigste und passendste ist. Wie du dein Muster finden und lösen kannst. Also das Beste, was du machen kannst, ist die Selbsthypnose-Ursachen finden und auflösen. Da kannst du genau auf den Grund kommen von dieser Hoffnungslosigkeit, von dieser Zerrissenheit, von diesem Gefühl, wie jetzt hier zu sterben. Weil das ist uralt und das ist dein inneres Kind. Und das zu fühlen ist gar nicht schlimm. Es tut natürlich nochmal weh und du wirst mit Sicherheit nochmal viele, viele Tränen vergießen. Aber ich sage dir, das Fühlen in dieser Anwendung, in der Hypnose, das Fühlen und nochmal weinen in deiner, wenn du zu Hause auf deinem Sofa liegst zum Beispiel und diese Anwendung machst oder mit welcher Methode auch immer, ist nur halb so schlimm oder nicht mal so schlimm wie der Schmerz, den du jetzt durchlebst, diesen höllischen Schmerz, dieses Zerrissensein, dieses fast raufgehen, dieses Gefühl, was du jetzt fühlst, ist tausendmal schlimmer als das, was du in deiner Befreiung nochmal durchlebst, durchfühlst, indem du dein inneres Kind rettest und deinem inneren Kind sagst, mein Schatz, meine Süße, es ist nicht hoffnungslos, weil ich bin jetzt da und ich entscheide mich für dich, für dich. Ganz, ganz wichtig. Okay, ich hoffe, ich konnte damit weiterhelfen, auch vielen anderen weiterhelfen, die in einer ähnlichen Situation drinnen sind. Schreib's dir bitte auf den Zettel, ich meine das ernst. Affären sind immer Schmerz. Affären sind immer Schmerz. Affären tun immer nur weh. Also tu dir den Gefallen. Geh gar nicht erst rein. Klar, wie ich sagte, wenn es dir verschwiegen wird und du es erst im Nachhinein herausfindest, ist es natürlich ein bisschen schwieriger, aber selbst da ist unterschwellig halt eben auf energetischer Ebene, wie soll ich sagen, zieht ihr euch trotzdem an und irgendwas spürst du da auch, dass der andere eben doch nicht wirklich frei ist, auch wenn er dir das verschweigt. Das ist dieses komische Bauchgefühl am Anfang, wo du merkst, hier stimmt was nicht. Das gilt es natürlich auch zu trainieren. Aber wenn du es eh schon schwarz auf weiß weißt, Mensch, dieser Mensch oder dieser Mann, diese Frau, die ist vergeben, dann sag,
Vielen Dank für die Information. Affären sind immer Schmerz, Affären sind immer Schmerz, okay. Aber ich liebe ihn trotzdem. Ah, so ein Mist, aber oh, diese Sehnsucht und ich kriege Herzklopfen, wenn ich ihn sehe, obwohl er vergeben ist. Dann ganz, ganz schnell das Gefühl nehmen und dein Muster finden und lösen und du wirst sehen, wie sich das in Wohlgefallen auflöst. Und das wünsche ich dir natürlich von ganzem Herzen. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Kommentiert fleißig das Video, da würde ich mich sehr freuen. Das hilft einfach auch anderen weiter, wie du es vielleicht geschafft hast, wie du es vielleicht für dich gelöst hast. Kanal abonnieren, finde ich ganz super. Daumen hoch natürlich auch. Und ich freue mich aufs nächste Video. Und vor allem das Wichtigste, jeder Tag ist ein Geschenk. Also, lass es dir gut gehen. Bis dann. Thank you.